Welcome back, brothers and sisters. So, willkommen zurück allerseits. Let us begin with a silent prayer. Lasst uns mit einem stillen Gebet beginnen. Amen. Okay, this presentation is called the Reward by Faith. So, diese Reward of Faith. Dieser Vortrag heißt der Lohn des Glaubens. So, we're saved by grace through faith, right? Und wir sind durch Gnade gerettet durch Glauben. And the latter rain is the richest abundance of grace, right? Und der Spätregen ist das reichste Übermaß an Gnade. So how are you going to receive the richest abundance of grace? So wie erhält man den reichsten Ausmaß an Gnade? By faith, right? Durch Glaube, amen. And does your faith have to be tested in order to receive the grace? Und muss dein Glaube geprüft werden, so dass du die Gnade erhalten kannst? Yes. Amen. The Lord's not just saying, "Here you go," and throwing it on you. So right? Der Herr sagt nicht, hier hast du es und wirft es dir zu. He says, "Sin shall never rise again." Er sagt, die Sünde wird nie wieder aufkommen. Because all those that receive that grace will have gone through a great trial and struggle to obtain it. Denn all diejenigen, die diese Gnade erhalten, haben durch eine große Test und Prüfung gegangen, um es erhalten zu können. And they will understand the sinfulness of sin. Und sie werden wohl die Sündhaftigkeit der Sünde verstehen. Okay, so we're going to be tested. So, wir werden geprüft oder getestet sein. Let's go to Hebrews chapter 11, verses 5 and 6. Lasst uns in die Notizen zu Hebräer 11, Verse 5 und 6 gehen. Durch Glauben wurde Henoch entrückt, so dass er den Tod nicht sah, und er würde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor seiner Entrückung würde ihm das Zeugnis gegeben, dass er Gott wohlgefallen hatte. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die Belohnung, die belohnen wird, welche ihn suchen. So, how did Enoch please God? So, wie hat Henoch Gott wohlgefallen? Wie ist der Gott wohlgefällig geworden? By faith, right? Durch Glaube. Okay, by walking by faith, by believing God, taking him at his word. Indem, dass er wandelte durch Glaube, der hat Gott geglaubt, der hat ihm bei seinem Wort genommen. Let's go to Matthew chapter 3 and verse 17. Jetzt Matthäus Kapitel 3 und Vers 17. Es sagt, und eine Stimme enttönte aus dem Himmel, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Right, so what is this? The baptism, right? So, was ist das? Das ist bei die Taufe Christi. Right here, right? This baptism here, right? Gerade hier an diese Wegmarke. He says, this is my beloved son in whom I am well pleased. He says, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Why is he well pleased with the only begotten son? Warum hat er wohlgefallen an den eingeborenen Sohn? Because what's Peter? Yes, but why? What has he well done? Ja, weil er gut getan hat, aber was hat er gut getan? He went into the belly and he came out and was filled with a lot of rain, right? Er ist durch diese Baucherfahrung hindurchgegangen und er ist herausgekommen und mit dem Spätregen erfüllt worden. Right? Amen. So if you exercise faith here, right, and you come out and you receive the lot of rain, the Lord is well
pleased with you. Also wenn du in dieser Zeit Glaube anwendest und du hier herauskommst und den Spätregen empfängst, dann hat der Herr Wohlgefallen an dir. So if you're sitting there with doubts in your heart, fear, brothers and sisters, have much fear. Also right? Wenn ihr hier sitzt und habt Zweifel im Herzen, dann habt ihr wohl Grund zum Fürchten. You need to go on your knees and pray and say, Lord, open mine eyes that I might understand these things. Right? Wir müssen auf unsere Knie gehen und den Herrn anflehen, Herr, öffne meine Augen, dass ich diese Dinge verstehen kann. Because we're going to be tested by faith. Do you really believe? Right? Weil wir werden getestet, unser Glaube wird geprüft. Glauben wir wirklich diese Dinge? What is coming? Was kommt? A storm. Es kommt right? Ein Sturm auf. And only those with their feet on a platform of truth will stand in the storm. Und nur diejenigen mit deren Füßen fest gegründet und geankert auf dem Wahrheit haben, werden den Sturm durchstehen können. So let's go to Matthew chapter 17 and we'll see the same thing again, verses 5 through 8. So die Verse, Matthäus 17, Verse 5 durch 8, werden wir das, 5 bis 8, werden wir dasselbe wieder sehen. Als er noch redete, siehe, da überschattete sie eine leichte Wolke. Und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe, auf ihm sollt ihr hören. So, what is God doing? So was tut dem Herrn? He's speaking. Er spricht. Right? Vers 6. Als die Jünger das hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. Und Jesus trat herzu, rührte sie an und sprach, steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen erhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. So this is on the Mount of Transfiguration, right? So das ist auf der Berg der Verklärung. So Christ gets lifted up there, who's left and right of him? So als Christus dort erhöht würde, wer ist zu linken und rechten von ihm? Moses and Elijah, right? Mose und Elia. And they're the two witnesses that are prophesying get put on the cross here and are resurrected right here. Und right? Das sind die zwei Zeugen, die hier prophezeien, hier auf den Kreuz genagelt wird und hier wieder auferstehen. Right? Amen. So it's an illustration of the resurrection, right? So ist insgesamt eine Darstellung von der der Auferstehung. Sister White says that the Mount of Transfiguration represents the second coming of Christ. Und Ellen White sagt, dass der Berg der Verklärung ist eine Darstellung von das zweiten Kommen Christi. It's constantly showing us the same thing, right? Es zeigt uns dasselbe wieder und mal wieder und wieder nochmal. So in Revelation 11, when the two witnesses rise out of the grave, what does God say to them? So in Offenbarung 11, wenn diese zwei Zeugen aus ihrem Grabe auferstehen, was spricht Gott sie zu? Come up hither, right? Kommt hier herauf. So in the Mount of Transfiguration, what happened? Where did Moses and Elijah go? So an der Berg der Erklärung, wo ist Mose und Elia gegangen? Yeah, they went back up to heaven, sie right? Gingen wieder herauf, die gingen zum Himmel. It's all illustrating something for us to understand, right? So ist alles stellt irgendetwas dar, die wir verstehen müssen. And when they heard it, they fell on their face and were sore afraid. Und right? Die Jungen, als sie das hörten, sie fielen auf ihrem Angesichtern und waren zutiefst im Furcht. What brings the fear? Was ist es, was diese Angst herbeibringt? Line upon line, what brings the fear? Linie auf Linie, wie verstehen wir das? Was bringt der Angst? We only just covered it in the last presentation. The prediction coming true, right? Es ist die Vorhersage, die eintrifft. It just says, this is my beloved son in whom I am well pleased. Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. So it's taking this illustration and the illustration of the baptism and it's putting them together. So right? Es bringt diese Darstellung von der Berg der Verklärung und die Taufe und bringt sie zusammen. It's the same illustration, right? Es ist dasselbe Darstellung. We're not reading the book. These are not lots of different
things that are going to happen different times at the end of the world. It's line upon line. Die sind nicht alle verschiedene Geschichten, die an verschiedene Zeiten am Ende der Welt stattfinden werden. Es ist alles Linie auf Linie, redet über das ein und dasselbe Geschichte. So when Daniel saw Christ face to face, what did the Lord do to him? So als Daniel dem Herrn von Angesicht zu Angesicht sah, was tat der Herr für ihn? He touched him. Er hat ihn gerührt. What did the Lord do to Jeremiah? Was hat der Herr den Jeremia angetan? He touched him. Er rührte ihn an. What did he do? What did Jesus do to the three disciples right there? Und was hat Christus hier zu den drei Jüngern getan am Berg der Verklärung? Touched them. Er rührte sie an. And said, "Rise up." Und sagt, steht auf. All symbolic, right? Es ist alles symbolische Sprache. Right. Let's read the next quote from Desire of Ages. Nächste Zitat jetzt von Das Leben Jesu. Der Erlöser hat die Schwermut seiner Jüngern gesehen und sehnte sich danach, ihre Trauer durch die Zusicherungen zu lindern, dass ihre Glaube nicht vergeblich war. So, what's he want to do for us? So was möchte er für uns tun? What does it say? Was sagt es hier? Wants to show us that our faith has not been in vain. Er möchte uns zeigen, er möchte uns zusichern, dass unsere Glaube nicht umsonst war. He's going to reward you for your faith. Er wird uns wegen unserer Glaube belohnen. Okay, let's read on. Weiter sagt es, nicht alle, selbst nicht von den 12, können die Offenbarung empfangen, die er zu geben wünscht. So what did he call it there? Was nennt er das hier? The revelation. Die Offenbarung. Who received the revelation? Wer hat die Offenbarung empfangen? John. Johannes. It's the same way, Mark, right? Ist genau dasselbe Wegmarke auf der Linie. Okay, let's read on. Weiter sagt es, nur die drei, die seine Qualen in Gethsemane bezeugen sollen, sind auserwählt worden, mit ihm auf dem Berg zu sein. Nun liegt die Last seines Gebets darin, dass ihnen eine Manifestation der Herrlichkeit gegeben wird, die er beim Vater hatte, bevor die Welt war, dass sein Reich den Augen der Menschen offenbart wird und dass seine Jünger gestärkt werden, es zu sehen. So what does he want to show them? Was möchte er sie zeigen? A manifestation of his glory. Eine Manifestation seiner Herrlichkeit. How many witnesses do we need, brothers and sisters? Wie viele Zeugen brauchen wir wohl? How many witnesses do we need before we begin to believe? Wie viele Zeugen brauchen wir, ehe wir anfangen zu glauben? Christ says, when I come, will I find faith? Faith. Der Herr sagt, wenn ich komme, werde ich wohl Glauben finden. Where did he find faith? Wo fand er die Glaube? In those Gentiles that never heard those things before, they hear them and their ears are like, whoa! In den Heidenvölkern, die solche Dinge noch nie zuvor gehört haben, aber als sie es hörten, ihre Ohren sind groß geworden. But the house of Israel, they're a stiff-necked, stubborn, and rebellious people. Aber right? Das Haus Israel, die sind halsstarrig, die sind stur und rebellisch. Okay, let's read the next paragraph. Wir reden weiter. Next paragraph or continue? You can just continue. Also wir reden weiter. Er bittet darum, dass die Zeuge eine Manifestation seiner Göttlichkeit werden, die sie in der Stunde seines höchsten Todeskampfes mit dem Gewissheit trösten wird, dass er mit Sicherheit der Sohn Gottes ist. Und dass sein schmachvoller Tod ein Teil der Erlösungsplans ist. Next paragraph? Yes, please. Sein Gebet wird erhört. Während er gebeugt in tiefer Demut auf dem steinigen Boden liegt, öffnet sich plötzlich der Himmel. Okay, what happened? Was geschah? The heavens opened, right? Die Himmel hat sich geöffnet. Okay, let's read on. Die goldene Tore der Stadt Gottes öffnen sich. Heiliger Glanz steigt auf den Berg herab und umhüllt die Gestalt des Erlösers. Das Göttliche aus dem Inneren blitzt durch die Menschlichkeit und begegnet der Herrlichkeit, die von oben kommt. Christus erhebt sich aus seiner niedergebeugten Haltung und steht nun aufrecht in göttlicher Majestät.
Die Seelenqualen sind verschwunden. Sein Antlitz strahlt nun wie die Sonne und seine Gewänder sind weiß wie das Licht. Okay, so it says here, divinity and humanity is combined, right? So es sagt hier im Grunde, dass die Göttlichkeit und die Menschlichkeit wird vereint. It's the second temple cleansing. Es ist das zweite Tempelreinigung. Because when humanity and divinity combines, what happens? Dann, als die Göttlichkeit und die Menschlichkeit sich vereinen, was geschieht? Separation takes place. Es gibt eine Trennung. Okay, and it says there that the heavens opened and the golden gates of the city opened, right? Und es sagt hier, dass die Himmel öffnen sich und die goldenen Tore der Stadt Gottes öffneten sich auch. What was at the end of the narrow path that they were walking? Auf den schmalen Weg, was war am Ende? The city, die Stadt. Right? It's all there, line upon line, right? Es ist alles da, Linie auf Linie. Okay. So, next paragraph is just a couple of paragraphs on in this same theme. Also es ist der selbe Zusammenhang, nächsten Absatz. Moses auf dem Berg der Verklärung war eine Zeuge für den Sieg Christi über Sünde und Tod. Er vertrat diejenigen, die bei der Auferstehung der Gerechten aus dem Grab auferstehen werden. Elia, der in den Himmel entrückt worden war, ohne den Tod zu sehen, vertrat diejenigen, die bei Christi zweiten Kommen auf der Erde leben werden. Und in einem Augenblick bei dem Schall der letzten Posaune verwandelt werden. Wenn dieses sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird und dieses vergängliche Unvergänglichkeit anzieht. Jesus würde mit dem Licht des Himmels bekleidet, so wie er erscheinen wird, wenn er zum zweiten Mal ohne Sünde zum Heil kommen wird. Denn er wird kommen in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Die Verheißung des Erlösers an die Jünger war nun erfüllt. Auf dem Berg würde das zukünftige Reich der Herrlichkeit in kleiner Art und Weise dargestellt. Christus der König, Moses als Vertreter der auferstandenen Heiligen und Elia als Vertreter der verwandelten Heiligen. Right? Amen. Very clear. Sehr klar. Let's bring them all together, it's the same illustration, right? Wenn wir alles zusammenbringen, wieder dasselbe Darstellung. Okay, next quote. Der nächste Zitat. In den Tagen des ersten Christen kam Christus zum zweiten Mal. Sein erstes Kommen war in Bethlehem, als er als Säugling kam. Sein zweites Kommen war auf der Insel Patmos, als er sich in Herrlichkeit Johannes dem Offenbarer offenbarte, der als Toter zu seinen Füßen fiel, als er ihm sah. Okay, so they got a revelation, John gets a revelation, and it's both represent the second coming, right? So die Jünger haben eine Offenbarung erhalten und Johannes hier erhielt eine Offenbarung und beide Erfahrungen stellen das zweite Kommen Christi dar. And John is given a message to the churches. Und right? Johannes, der gibt eine Botschaft zu die Gemeinden. So when this happens, you get sent, right? So wenn dieses Ereignis zutrifft, dann wirst du gesandt. Okay, now let's read the second paragraph. So lasst uns den zweiten Absatz lesen. The second paragraph. Okay, das nächste Absatz. Das Licht, das Christus seinem Knecht, dem Propheten, offenbarte, ist für uns. In seiner Offenbarung sind die drei Engelsbotschaften und eine Beschreibung des Engels enthalten, der mit großer Kraft vom Himmel herabsteigen und die Erde mit seiner Herrlichkeit erleuchten sollte. Okay, so the revelation that they get, right, what is it? So die Offenbarung, die sie erhalten haben, was ist das? The angel of Revelation 18. Es ist die Engel von Offenbarung 18. Real easy to see. Sehr einfach zu sehen. Okay. And it says the very last sentence by presenting. Und der allerletzte Satz in diesem Absatz steht, indem wir diese Dinge, wie Johannes offenbart wurden, verkündeten, werden wir in der Lage sein, das Volk aufzurütteln. Okay. So when you receive Christ, when you receive the power, this is what will stir up the people to come, right? Not you in your sinful condition. Also wenn du Christus empfängst und du erhältst die Kraft,
Das ist es, was den Volksmenge aufrütteln wird, nicht du im eigenen Kraft. Okay, so let's go to Ezekiel chapter 1. So jetzt geht's zum Hesekiel Kapitel 1, die Verse 1 bis 5. Und es sagt, und es geschah im 30. Jahr am 5. Tag des 4. Monats, als ich unter dem Weggeführten am Fluss Kebar war, da öffnete sich der Himmel und ich sah Gesichte Gottes. Am 5. Tag jenes Monates, es war das 5. Jahr seit der Wegführung des Königs Joachim, da erging das Wort des Herrn ausdrücklich an Hesekiel, dem Sohn Busis, dem Priester, im Land der Chaldäer am Fluss Kebar, und die Hand des Herrn kam dort über ihn. Und ich schaute, und siehe, ein Sturmwind kam vom Norden her, eine große Wolke und loderndes Feuer, von einem Strahlenglanz umgeben. Aus seiner Mitte aber glänzte es wie Goldschimmer mitten aus dem Feuer. Und mitten aus diesem erschien die Gestalt von vier lebendigen Wesen. Und dies war ihr Aussehen. Sie hatten Menschengestalt. Okay. What does Ezekiel see? Was sieht Hesekiel hier? A storm. Er sieht einen Sturmwind. He sees this whirlwind coming out of the north, right? Dieser Wirbelsturm, der aus dem Norden herkommt. This was the storm that they saw coming, right? Das war die Sturm, die sie schon bereits kommen gesehen haben. And Ezekiel sees it right before his eyes, right? Und Hesekiel, der sieht es genau vor seinen Augen. And the four cherubims are the ones that's holding back the four winds. Und die vier Cherubim, die sind diejenigen, die die vier Winde zurückhalten. So you can see all these things, they're all interplaying together. So wir können all diese Dinge sehen, dass die alle ineinander zusammenspielen. Because this is the fifth day of the fourth month. Weil das hier das fünfte Tag des vierten Monats ist. And he sees the glory of God. Und hier sieht er die Herrlichkeit Gottes. We all get in the bigger picture now, right? Fangen wir an, das Bild zu fassen in unserem Verstand? Or are we still seeing confusion? Oder sehen wir immer noch die Verwirrung? No comment. Kein Kommentar. That, you know, on Mount Carmel, when he spoke to all those people right there, they never said a word, right? So am Berg Carmel, als Elia zum all den Volk gesprochen hat, die haben ihm kein Wort erwidert. You don't want to be like one of those, right? Ihr wollt nicht wie eine von denen sein. Okay, you got to have confidence in what you believe, right? Wir müssen die Gewissheit haben in dem, was wir glauben. And just to remind us in verse 28. I mean, these are just some confirmations. We spoke about these yesterday, but in verse 28, just want to read it quickly. Also dies sind nur einige Bestätigungen, die haben wir bereits gestern gelesen, aber hier in Hesekiel 1, Vers 28, es sagt, ringsum anzusehen, so war das Aussehen der Erscheinung der Herrlichkeit des Herrn. Als ich sie sah, fiel ich auf mein Angesicht und ich hörte die Stimme von einem, der redete. Okay. Same experience as John, falls flat on his face, right? So, dasselbe Erfahrung wie Johannes, er fiel auf sein Angesicht. He sees the rainbow and the cloud. Er sieht das Regenbogen und die Wolke. But go to Ezekiel 2, aber Hesekiel 2, verse 1 and 2. Erstmal die erste und zweite Versen, es sagt, und er sprach zu mir, Menschensohn, stelle dich auf deine Füße, so will ich mit dir reden. Und als er zu mir redete, kam der Geist in mich und stellte mich auf meine Füße und ich hörte dem zu, der mit mir redete. What do we see? Come on, I'm not going to tell you this. What do we see right here, based upon everything we've gone through this morning? Was sehen wir hier, gemäß all dem, was wir heute Morgen hindurchgegangen haben? We've not gone to any other waymarks, we've stuck at the same waymark. Wir sind zu keinen anderen Wegmarken gegangen, wir sind immer noch bei denselben. So everything we've been talking about is at this one waymark, right? So alles, worüber wir gesprochen haben bislang, ist an diese Wegmarke. So in those two verses there, there's a whole bunch of points that we've already covered this morning. So in diesen zwei Versen hier, es gibt
eine Anreihe von Punkten, die wir bereits befasst haben heute. Silence. Sorry? No, just tell me what's the points in the sorry? Yes, the shepherd is told to. Okay. Says stand upon thy feet. Right? Steht hier, stelle dich auf deine Füße. And I will do what? Und ich werde was mit dir tun. Speak. Ich right? werde mit dir reden. The Lord spoke on the Mount of Transfiguration. He spoke at the baptism. Der Herr sprach auf der Berg der Verklärung und er sprach bei der Taufe Christi. He says, stand upon your feet and I will speak unto you. Steh right? auf deine Füßen und ich werde mit dir reden. So when the Father spoke to Christ at the baptism, what happened? So als der Vater zu Christi bei seiner Taufe gesprochen hat, was geschah? The heaven opened and the dove ascended on him, right? Die Himmel öffneten sich und die Taube kam herab auf ihn. Which is the Holy Spirit, right? Was der Heilige Geist so ist. So what happens to Ezekiel right here? So was geschieht mit Hesekiel gerade hier? Yes, when he stands up and he speaks to him, the Spirit entered into him. Als er aufsteht oder auf seine Füßen gestellt wird und er spricht mit ihm, es heißt, dass der Geist Gottes kehrt in ihm. Right? Amen. So when God speaks, it's the latter rain, right? So wenn Gott spricht, ist das Spätregen. And we read when he speaks, coals of fire come piling down upon the earth, right? Und wir haben vorhin gelesen, dass wenn Gott spricht, dass diese Feuerkohlen von Himmel auf die Erde regneten. It's a blessing to one and it's a curse to another, right? Und das ist für den einen ein Segen, aber für den anderen ein Fluch. Okay, let's read the other three verses. So Hesekiel 2 und die Verse 3 bis 5 jetzt. Und er sprach zu mir, Menschensohn, ich sende dich zu den Kindern Israels, zu den abtrünnigen Heidenstämmen, die sich gegen mich empört haben. Sie und ihrem Väter sind von mir abgefallen bis zu diesem heutigen Tag. Und diese Kinder haben ein trotziges Angesicht und ein verstocktes Herz. Zu ihnen sende ich dich. Und ihnen sollst du sagen, so spricht Gott der Herr. Sie aber, ob sie nun darauf hören oder es bleiben lassen, denn sie sind ein widerspenstiges Haus. Sie sollen doch wissen, dass ein Prophet in ihrer Mitte gewesen ist. What will they know? Was werden sie wissen? That the Lord has raised up a shepherd, right? Dass der Herr eine Hirte aufgestellt hat. And what's their condition? Und was ist ihrem Zustand? Stiff-necked, stubborn and rebellious, right? Die sind halsstarrig, die sind rebelliös und die sind stur. That's us, brothers and sisters. That's our condition. Das spricht right? über wir. Liebe Geschwister, das sind unsere Zustände. Just listen to your own heart, right? Hört dein eigenen Herz zu. We need to go plead with Christ, right? Wir müssen dem Herrn flehen. Okay, so now go to Revelation chapter 11. So jetzt gehen wir zur Offenbarung 11. We spoke about this earlier. Wir haben vorhin darüber gesprochen. Beginnt im Vers 11 und es sagt: Und nach den 3,5 Tagen kam der Geist des Lebens aus Gott in sie. Und sie stellten sich auf ihre Füße und eine große Furcht überfiel die, welche sie sahen. Exactly the same thing, right? Genau dasselbe wie in den anderen Geschichten. Line upon line, precept upon precept, here a little, there a little. Linie auf Linie, Vorschrift auf Vorschrift, hier ein bisschen und da ein bisschen. Yet they would not hear. Aber dennoch würden sie nicht horchen. That's the key point there, right? Da ist der Schlüsselpunkt. The Lord, Sister White says, we destroy ourselves. Ellen White sagt, dass wir zerstören uns selbst. Because we refuse to hear all the evidence that's brought together. Weil wir es weigern, all dieses Beweis zu hören, die zusammengebracht wird. And look what happens in verse 12. Und lasst uns schauen, was geschieht im Vers 12. Es sagt: Und sie hörten eine laute Stimme aus dem Himmel, die zu ihnen sprach, steigt hier herauf. Da stiegen sie in den Wolke in den Himmel hinauf und ihre Feinde sahen sie. What did they hear? Was hörten sie? A voice from heaven, eine right? Stimme aus dem Himmel.
It's God thundering, right? Es ist Gott, wenn er donnert. In Vers 13. Vers 13 jetzt. Und zur selben Stunde entstand ein großes Erdbeben. Und der zehnte Teil der Stadt fiel, und es wurden in dem Erdbeben 7000 Menschen getötet. Und die übrigen wurden voll Furcht und gaben dem Gott des Himmels die Ehre. Okay, so the remnant were affrighted, and what did they do? Also der Überrest waren voll Furcht, und was taten sie? Gave God good glory, right? Die haben Gott die Ehre gegeben. What about the disciples on the Mount of Transfiguration? What happened to them? Was ist mit den Jüngern auf der Berg der Verklärung? Was geschah mit ihnen? They were frightened. Die waren voll Furcht. Fell on their faces, and the Lord touched them and says, "Arise." Die fielen auf ihrem Angesicht voll Furcht, und der Herr hat sie angerührt und sagt, steht auf. Believe me, brothers and sisters, when this comes to pass, fear will enter into your heart. Und wir müssen das glauben, liebe Geschwister, wenn das hier eintrifft, Furcht wird in unserem Herzen kommen. Because we really see that our faith has not been in vain, right? Weil wir werden sehen, dass unser Glaube nicht vergeblich war. But not only that, aber nicht nur das. It's a wake-up call that these things are real, right? Es wird uns alle wachrütteln, dass diese Dinge wohl wirklich wahr sind. Okay, Ezekiel 37. Hesekiel 37. Verses 7 to 14. Die Verse 7 bis 14, da sagt es: Da weissagte ich, wie mir befohlen war. Und als ich weissagte, entstand ein Geräusch und siehe, eine Erschütterung. Und die Gebeine rückten zusammen, ein Knochen zum anderen. Und ich schaute und siehe, sie bekamen Sehnen und es wuchs Fleisch an ihnen. Und es zog sich Haut darüber. Aber es war noch kein Odem in ihnen. Da sprach er zu mir: Richte eine Weissagung an den Odem, weissagt der Menschensohn und spricht zum Odem, so spricht Gott der Herr. Odem, komme von den vier Windrichtungen und hauche dieses Getöteten an, dass sie lebendig werden. Okay, stop right there. Where's the breath going to come from? So, wo soll dieser Odem herkommen? From the four winds. Von right? Diesen vier Windrichtungen oder die vier Winde. When those four winds get loosed, it's marking this point, right? Wenn diese vier Winde gelöst werden, das markiert diesen Punkt hier. So we've all come together, bone to his bone, but what's our condition? So wir sind alle zusammengekommen, Knoche zu Knoche und Fleisch und so weiter. Aber was ist unser wahrer Zustand? We're dead in trespasses and sins, right? Wir sind tot in unsere Übertretungen und Sünden. But he said, Sister White said very clearly, the breath is the coal that he's going to put on your lips, right? Aber Ellen White erklärt uns, dass das Odem, das ist diese heiße Kohle, womit der Herr unsere Lippen berühren wird. Which is the latter rain. Was das Spätregen auch ist. Right? Now read verses 12 to 14. Didn't read 10 or 11? Oh, just read 10 through then. Also wir lesen weiter von Vers 10 bis 14. So weissagte ich, wie er mir befohlen hatte, da kam der Odem in sie und sie wurden lebendig und stellten sich auf ihre Füße. Ein sehr, sehr großes Heer. Und er sprach zu mir: Menschensohn, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel. Siehe, sie sprechen, unsere Gebeine sind verdorrt und unsere Hoffnung ist verloren. Es ist aus mit uns. Darum weissage und sprich zu ihnen, so spricht Gott, der Herr, siehe, ich will euer Gräber öffnen und euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraufbringen und ich will euch wieder in das Land Israels bringen. So when you come out of your graves, where do you go into? So wenn du aus dem Grab herauskommst, wo gehst du? In the land, in das Land. Und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich euer Gräber öffne und euch mein Volk aus euren Gräbern heraufbringen werde. Und ich werde meinen Geist in euch legen und ihr sollt leben. Und ich werde euch wieder in eurem Land bringen und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Ich habe es gesagt und werde es auch tun, spricht der Herr. Amen. Amen. Again and again and again, right? Über und über und über dasselbe. So, we looked at this in the question and answer session last night. Let's go to Ezekiel chapter 10. So, in die Frage- und Antwortstunden gestern Abend haben wir das angetastet und jetzt gehen wir zu Ezekiel Kapitel 10. Now it will make more come alive in our minds. Jetzt hoffentlich wird das mehr Sinn für uns jetzt machen. Beginnt im Vers 1 und es sagt: Und ich schaute und siehe,
Ausdehnungen, die über dem Haupt der Cherubim war, befand sich etwas wie ein Saphirstein, etwas, das wie das Gebilde eines Thrones aussah, erschien über ihnen. Und er redete mit dem Mann, der das leinene Gewand trug, und sagte: Geh hinein zwischen das Räderwerk unter dem Cherub und fühle deine Hände mit glühenden Kohlen, die zwischen den Cherubim sind, und streue sie über die Stadt. Da ging er vor meinen Augen hinein. Okay, so which city is he scattering the coals over? So über welchen Stadt werden diese heiße Kohle zerstreut? Come on, brothers, sisters. Ezekiel chapter 9. Ezekiel chapter 8, 9, 10. What's it speaking about? Ezekiel 8, 9 und 10. Worüber handelt es? Destruction of Jerusalem. Es ist die Zerstörung Jerusalems. The destruction of the cities. Die Zerstörung der Städte. What's he doing? Und was tut er? He's taking hot coals and scattering them over the cities, right? Er nimmt diese heiße Kohlen und zerstreut sie über die Städte. Vers 3. Und die Cherubim standen auf der rechten Seite des Hauses, als der Mann hineinging. Die Wolke aber erfüllte den inneren Vorhof. Da erhob sich der Herrlichkeit des Herrn von dem Cherub zur Schwelle des Hauses hin, und der Tempel wurde von der Wolke erfüllt, und der Vorhof war voll vom Glanz der Herrlichkeit des Herrn. Und man hörte das Rauschen der Flügel der Cherubim bis in den äußersten Vorhof, gleich der Stimme Gottes, des Allmächtigen, wenn er redet. Und es geschah, als er dem Mann, der das leinene Gewand trug, gebot und sprach: Hole Feuer aus dem Raum zwischen dem Räderwerk, zwischen den Cherubim. Da ging dieser hinein und trat neben das Rad. Da streckte ein Cherub seine Hand zwischen die Cherubim nach dem Feuer, das zwischen dem Cherubim war, und nahm davon und gab es dem, der das leinene Gewand trug, in die Hände, der nahm es und ging hinaus. Right? Amen. See it very clearly. Konntet ihr sehen? So the what are these coals with fire? So was sind diese Feuerkohlen? The fire from heaven is the great hail, the hailstorm that's going to come upon, right? Es ist dieser Feuer vom Himmel. Es ist dieser Hagelsturm, der kommen wird. Okay. And verse 22 we read yesterday just confirms this is the same vision that he saw on the fifth day of the fourth month. Right? Und im Vers 22, das bestätigt, dass das, was er hier sieht, war dasselbe Vision, die er am fünften Tag des vierten Monats sah, am Anfang. Right? Amen. Are we gathering the evidence, brothers and sisters? So sammeln wir die Beweise ein, liebe Geschwister. Okay. So now we will talk about the flying roll and maybe the next presentation, but we spoke a bit about it yesterday. Also über diese fliegende Buchrolle werden wir in den nächsten Vortrag auseinandersetzen, aber gestern haben wir es etwa angedeutet. And one of the points that they were told to study in conjunction with the flying roll was Revelation chapter 5. Right. Und eine von den Punkten, die befohlen worden waren zu studieren in Zusammenhang mit der fliegenden Buchrolle, war Offenbarung 5. So, let's read verses 6 through 10. So, wir gehen dahin zu Offenbarung 5, die Verse 6 bis 10. Es steht: Und ich sah und siehe, in der Mitte des Thrones und dem vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten stand ein Lamm, wie Geschlachtete. Es hatte sieben Hörnern und sieben Augen, welche die sieben Geister Gottes sind, die ausgesandt sind über die ganze Erde. Und es kam und nahm das Buch aus den Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Und als er das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die Ältesten vor dem Lamm nieder, und sie hatten jeder eine Harfe und eine goldene Schale voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied, in dem sie sprachen: Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen und hast uns zum Königen und Priestern gemacht für unseren Gott, und wir werden herrschen auf Erden. So, the vision that Ezekiel saw, you had the throne with the four cherubims, right? So in den Visionen, die Ezekiel sah, es gab den Thron mit diesen vier Cherubim umherum. Right, and in that
that vision of Ezekiel, it's also likened unto the flying rope. Und in dieser Vision von Ezekiel, es wird auch verglichen mit der fliegenden Buchrolle. Right, so Ezekiel 2 and Revelation 5, they're the same vision. So Ezekiel 2 und Offenbarung 5 sind eins und dasselbe Vision. Okay, so, and this lamb right here, he takes the book, right, because he's worthy to open it. Und dieser Lamm hier, der nimmt das Buch, weil er nun mal würdig ist, diesen Buch zu entsiegeln oder zu öffnen. Why is he worthy to open it? Warum ist er würdig, diesen Buch zu öffnen? Because he was slain and he was resurrected right here. Weil er wohl geschlachtet war am Kreuz und hier war, ist er wieder auferstanden. He's now worthy to open the book. Und weil er dahin durchgegangen ist, ist er nun mal würdig, diesen Buch zu öffnen. And in Revelation 10, on August 11, 1840, the book was open. Und right? Der Engel aus Offenbarung 10, am 11. August 1840, der Buch in seinen Hand war offen. It's the judgment. Es ist das Gericht. What's going to judge you at the end of the world? Und am Ende der Welt, was ist es, was uns richten wird? The word, right? Das Wort, the Bible, die Bibel. The flying roll is the Bible. Das fliegende Buchrolle, das ist nun mal die Schriften oder die Bibel. Okay. So Christ, this Christ in this illustration, right? So Christus in dieser Darstellung. What does Christ mean? Was heißt oder was bedeutet nun mal Christus? The anointed one. Der Gesalbte. You get anointed there, you're the one that's now worthy to open the book. Also right? Wenn du da gesalbt wirst, bist du nun mal derjenige, der würdig ist, diesen Buch zu öffnen. Okay, now let's go to Genesis 41. 1. Mose 41. Same illustration. Derselbe Darstellung. Fangen wir an Vers 39 an. Und der Pharao sprach zu Josef: Nachdem Gott dir dies alles mitgeteilt hat, ist keiner so verständig und weise wie du. Du sollst über mein Haus sein, und deinem Befehl soll mein ganzes Volk gehorchen. Nur um den Thron will ich höher sein als du. Und der Pharao sprach zu Josef: Siehe, ich setze dich über das ganze Land Ägypten. Und der Pharao nahm den Siegelring von seiner Hand und steckte ihn an den Hand Josefs. Und er bekleidete ihn mit weißer Leinwand und legte ein goldenes Kette um seinen Hals. Okay, so who gets put on him the fine linen right there? So wer erhält diese Leinwand hier? Another story. Feine Leinwand in einer anderen Geschichte. Joshua. Joshua. What does Joshua mean? Was heißt Joshua? Jesus, right? Es heißt Jesus. He's the high priest. Er ist der hohe Priest. And he's typifying God's people at the end of the world. Und er schattet Gottes Volk am Ende der Welt voraus. That get raised up right there. Diejenigen, die da aufgerichtet wird. So Pharaoh in this sense would be the father, and Christ is going to share his throne. So right? In dieser Geschichte, die wir gelesen, Pharao schattet den Vater voraus. Und Christus, Josef, teilt seinen Thron. Right? Amen. But all those that are redeemed are going to share the throne with Christ, right? Aber all diejenigen, die erlöst werden, werden das Thron mit Christus teilen. Because you're going to be the sons Weil of God. Ihr werdet nun mal Söhne Gottes sein. Right? Amen. We can't possibly even grasp that, right? Wir können noch nicht mal anfangen, das zu erfassen, was das bedeutet. Okay, but let's see what happens. Verse 43. Aber Vers 43. Und er ließ ihn auf seinem zweiten Wagen fahren, und man rief vor ihm aus: Beugt euer Knie. Und so wurde er über das ganze Land Ägypten gesetzt. What's he made now? Zu was wird er erhöht? Ruler over the land. Also right? Herrscher über das ganze Land. He raises up his shepherd over his sheep. Right? Er stellt eine Hirte auf über seinem Schafen. And this was now the 7 good years of plenty. What was he going to do in those 7 years of plenty? Und das hier fing diese 7 Jahre der Fülle an. Und was wollte er in diesen 7 Jahre der Fülle tun? He's going to feed the cows, right? Er wollte den Kühen weiden. Right? Amen. The cows were going to feed in a pasture for 7 years. Also in den Traum von Pharao, diese Kühe, die sollen auf eine Weide 7 Jahre lang
Fülle haben. What did it say in Ezekiel 34? Und was sagte es in Hesekiel 34? Take them into the land and feed them on a good pasture. Nimm sie in das Land hinein und weide sie auf einem einer guten Weide. And he likens God's people to cattle. He says, I will judge between cattle and cattle. Und Gott vergleicht Gottes Volk mit einer Herd von Kühe. Also ich werde richten zwischen, was ist das Wort für cattle? Zwischen Herde und Herde. Okay, okay. So, now go to Zechariah chapter 6. Jetzt gehen wir zu Zechariah Kapitel 6. Now Joseph, he rides in a chariot, right? Joseph, der reitet auf einem Streitwagen. Okay, and he represents somebody that has conquered, has overcome his sin, right? Und er stellt jemanden dar, der überwunden hat, der hat seine Sünde überwunden. So, let's read Zechariah 6, verse 1 to 5. Zechariah 6, die Verse 6 bis 1 to 5. Also da steht 6. Da ist ein Druckfehler, es ist 1 bis 5. Und ich erhob wiederum meine Augen und schaute, und siehe, vier Streitwagen kamen zwischen zwei Bergen hervor, und die Berge waren Berge aus Erz. Am ersten Streitwagen waren rote Pferde, am zweiten Streitwagen schwarze Pferde, am dritten Streitwagen aber weiße Pferde und am vierten Streitwagen scheckige, starke Pferde. Und ich ergriff das Wort und sprach zu dem Engel, der mit mir redete, mein Herr, was bedeuten diese? Und der Engel antwortete und sprach zu mir, das sind die vier Winde des Himmels, die ausziehen, nachdem sie vor dem Herrscher der ganzen Erde gestanden haben. Okay, so four chariots are likened unto the four winds. So vier Streitwagen werden verglichen mit den vier Winden. Who holds back the four winds? Und wer ist es, der diese vier Winden zurückhält? The four cherubims. Die vier Cherubim. So, when Joseph's riding the chariot, who's controlling the chariot? Also wenn Joseph reitet diesen Streitwagen, wer hat die Kontrolle über diesen Streitwagen? Joseph, right? Joseph. Like when Christ rides the ass, it's the same illustration, right? Genauso wie wenn Christus den Esel reitet, es ist dasselbe Darstellung. And who's the ass? Und wer ist der Esel? Okay, in one sense, but who's the ass? Also im einen Sinne ist es den Islam, Satan. Aber wer ist es? Es ist Satan. It marks this point where you have conquered Satan and you're now controlling the situation, right? Es markiert den Punkt, wo du den Satan überwunden hast und du bist in der Kontrolle über alles. Okay. So it says that these are the four spirits of heaven which go forth from standing before the Lord of all the earth, right? So es sagt, dass die hier sind die vier Geister, die gehen hervor, die ganze Erde, nachdem sie vor Gott gestanden haben. Now go to Zechariah 4 and verse 14 and it'll tell us who they are. Und in Zechariah 4, 14 wird es uns erklären, wer die sind. Es sagt, da sprach er, das sind die beiden Söhne des Öls, also die zwei Gesalbten, die vor dem Herrscher der ganzen Erde stehen. Okay, so Joseph, when he overcame, he became the anointed one, right? Also Joseph, als er überwunden hat, ist er zum Gesalbten geworden. Right? Amen. Got filled with the Holy Spirit and he was placed in a chariot. Er ist voll des Heiligen Geistes erfüllt und er würde in einen Streitwagen gesetzt. And here you have these illustrations, these four cherubims and these four chariots, because they're the ones that control the four winds. Und hier haben wir diese Darstellung von diesen vier Winden, diese vier Pferde und vier Streitwagen, weil die sind diejenigen, die die vier Winde kontrollieren. Right? In Revelation 7, Christ says to the four angels, hold, 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 hold. Und in Offenbarung 7, Christus sagt zu diesen vier Engeln, haltet, 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 haltet. Who are the angels? Wer sind diese Engel? They are the anointed ones. Die sind die Gesalbten. We already established the angels represent those people that are controlled by his spirit that are giving the messages. Wir right? haben bereits etabliert, dass diese Engel sind sein Volk, gefüllt von seinem Geist, die diesen Botschaften geben. Therefore if you speak according to God's word, it will be fulfilled. So right? wenn du sprichst gemäß seinem Wort, es wird erfüllt werden. When you speak not according to God's word, it will not be fulfilled. Und wenn du sprichst
nicht gemäß Gottes Wort, dann wird es natürlich nicht passieren. Amen. Amen. That's why you have to fear when it happens, right? Darum sollten wir fürchten, wenn es eintrifft. Okay, now just go back to Zechariah chapter 6. So, gehen wir zurück zu Zechariah 6. I want to prove to you that those four chariots, right? Right here is marking the four winds. Ich möchte wohl beweisen, dass diese vier Streitwagen sind gerade hier zu markieren und die stellen die vier Winde dar. And it's marking the anointed ones that get this lot of rain filled in them. Und es markt auch zugleich diese Gesalbten, die den Spätregen erfüllt erhalten. So although he says go forth, they also get restrained. So obwohl er sagt, geht fort, die werden auch gezügelt werden zugleich. And you see it right here. Und wir werden es gleich hier sehen. Verses 6 to 13. Zechariah 6, die Verse 6 bis 13. Und es sagt, spricht über die Streitwagen. Der mit den schwarzen Pferden zieht aus ins Land des Nordens und die Weißen sind ausgezogen, ihm nach. Die Schäckigen sind ausgezogen in das Land des Südens. So what you have the north and the south, right? So man hat hier das Norden und Süden, richtig? So right at that point there's a war still going on between the north and the south, right? Und gerade an diesem Punkt, den wir markiert haben, da geht wohl ein Krieg zwischen Norden und Süden. Okay, let's read on. Vers 7. Auch die Starken sind ausgezogen und sie trachteten danach, umherzuziehen auf die Erde. Und er sprach, geht und durchzieht die Erde, und sie durchzogen die Erde. Okay, when you come to this point, who walks to and fro in the earth? So wenn wir hier ankommen, wer ist es, der auf und ab geht auf die Erde? Satan. Yes, Satan for 1,000 years, ja, right? Satan für 1,000 Jahre. Who else? Wer noch? Goliath. Right? That's a statue that gets raised up there, right? Das ist der Statue, der hier aufgerichtet wird. And then he gets held and he's walking up and down to and fro for 40 days, und right? Hier wird er eingeschränkt und er geht auf und ab auf die Erde 40 Tage lang. When Jonah comes out of the belly, what does he say? Als Jonas aus dem Bauch kommt, was sagt er? 40 days, then comes the punishment, so, right? 40 Tage, dann kommt Gericht über Nineveh. But they're held, right? Aber die werden gehalten. He's walking up and down waiting, but he can't do anything until he's loosed. Er geht auf und ab diese 40 Tage, aber er kann wohl gar nichts machen, bis er gelöst wird. So these four chariots are filled with those people who are the anointed ones, and they restrain them, right? They now walk to and fro. Why? So diese vier Streitwagen mit Gottes Gesalbten gefüllt, die zügeln sie, die gehen auf und ab, aber sie sind gezügelt. Warum? Okay, Vers 11 to 13. Verse 11 bis 13. Es sagt, und nimm Silber und Gold und Gold und mache eine Krone daraus und setze sie Jeshua, dem Sohn, Josadaks, dem Hohenpriester, aufs Haupt. Und du sollst zu ihm reden und sagen, so spricht der Herr Scharen. Siehe, ein Mann, dessen Name Spross ist, den er wird aus seinem Ort hervorsprossen und den Tempel des Herrn bauen. Ja, er ist's, der den Tempel des Herrn bauen wird, und er wird Herrlichkeit tragen und auf seinem Thron sitzen als Herrscher, und er wird Priester sein auf seinem Thron, und der Rat des Friedens wird zwischen beiden bestehen. Okay, so who's the branch? So wer ist der Spross hier oder der Zweig? It's Jesus, but it's David, right? Es ist wohl Christus, ja, aber es ist David. Okay, who's the shepherd he's going to raise up, which is Christ. David ist der Hirte, der aufgerichtet wird, was auch Christus ist. The anointed one. Der Gesalbte. Right? Amen. So because of this anointing right here, it's what's basically going to cause everything to come to an end. So right? Wegen dieser Salbung, die hier stattfinden, ist es deswegen, dass alles zu seinem Ende kommen wird. Right? Amen. So although there should be the seven last plagues poured out there, the Lord raises up a shepherd. He's going to gather in the sheep, and therefore he
holds those winds, and that's going to be the job of those people. So, obwohl die sieben letzten Plagen hier ausgegossen werden, der Herr hält diese Winden an, der richtet eine Hirte auf, die all diese Schafen einsammeln wird zuerst. So they're going to be loosed, then they're going to be restrained, just like 9/11. Also right? Sie werden losgelassen und dann werden sie sobald wieder eingezogen werden, genauso wie am 11. September. Right? Amen. Okay. I hope you have enough evidence there to see that waymark over and over and over again. So ich hoffe, ihr habt genug Beweise, um zu sehen, diese Wegmarke, die Beweise, die sich wieder und mal wieder und wieder so, auf der Linie kommen. Last thought. Letzte How is Gedanke. It going to come? Wie wird das kommen? Ja, yes, that's true, but based upon what we, the whole theme of this, what we're talking about, how is it going to come? Also basierend auf das ganze Thema, worüber wir besprochen haben, wie wird es kommen? Ein Wirbelsturm. Look at the heading on your paper, so, the whole theme that we're talking about. Dreht mal die Notizen um und ganz oben der Titel. By faith. So, durch Glaube. Right? Because without faith, it's impossible to please him, right? Es wird durch Glaube kommen, denn ohne Glaube ist es nicht möglich, Gott wohlzugefallen. So when God's pleased with you, he's going to put a crown on your head and stick you in the chariot, right? Wenn du Gott wohlgefallen hast, dann wird er eine Krone auf dich setzen und seine Gewand um dich ziehen und dich in einem Streitwagen setzen. Right? Amen. It's a promise. Es ist eine Verheißung. It's not because you deserve it. Es ist nicht, weil wir es verdient hätten. It's not because there's anything good in us. Auch nicht, weil wir irgendwelche Tugenden haben, die wertvoll werden. It's because he's promised and you believe the promise. Es ist, weil er es verheißen hat und du es glaubst. And he says, by these precious promises, you might be a partaker of the divine nature. Und er sagt, durch diese kostbaren Verheißungen möglicherweise werdet ihr eine Teilnehmer der göttlichen Natur. Right? Richtig? It's a much different plan of salvation than you've been taught, right? Es ist eine ganz andere Plan der Erlösung als das, was ihr gelehrt bekommen habt. Right? Amen. Let's close in prayer. Lasst uns im Gebet schließen. Sorry, it's just okay. Dear Heavenly Father, lieber himmlischer Vater, Lord, we are so grateful for all the evidence that you give us. Herr, wir sind dankbar für all die Beweise, die du uns gibst. And we know, Lord, that you're about to prove that your methodology is the correct methodology. Und wir wissen, dass du bald beweisen wirst, dass der Methodik, die du uns gegeben hast, and eben das Richtige ist. And I pray for the promise that you give us all a mustard seed of faith. Und ich bete für die Verheißung, dass du uns allen einen Senfkorn der Glaube geben wirst. If only we would take that in our hearts, Lord, it says that we can move mountains. Und wenn wir das nur in unserem Herzen annehmen werden, du hast gesagt, dass wir Berge versetzen können. So please fulfill that promise now and let us hold on to these promises and trust and believe to the saving of our souls. So bitte erfülle diese Verheißung in uns und hilf uns, dass wir diese Verheißungen festnehmen werden. Auf die Erlösung unserem Seelen hin. And we ask this in the name of Jesus. Und wir bitten dies in Jesu Namen. Amen. Amen.